Kniearthrose bedeutet für viele Menschen Schmerzen beim Gehen, beim Treppensteigen oder schon beim Aufstehen vom Stuhl. Aber was, wenn genau die Muskeln, die du beim Aufstehen brauchst, der Schlüssel zur Schmerzlinderung sind? Heute zeige ich dir, wie ein gezieltes Training deiner Oberschenkelmuskulatur den Schmerzen bei Kniearthrose spürbar reduzieren kann und warum Bewegung dein stärkstes Schmerzmittel ist. Sehr häufig höre ich in der Praxis, ich bewege mich weniger, weil mein Knie wehtut. Aber das Problem ist, wenn du dich weniger bewegst, verlierst du Muskelkraft. Und das verschlechtert deinen Zustand langfristig. Deshalb ist die Kräftigung genau dieser Muskulatur eine der wirksamsten Maßnahmen, um Schmerzen zu lindern und die Funktion des Knies zu verbessern. Und das ist nicht nur meine Erfahrung, das zeigt auch die aktuelle Forschung. Menschen mit schmerzhafter Kniearthrose haben häufig eine deutlich schwächere Kniestreckmuskulatur als schmerzfreie Personen. Diese Muskelschwäche ist sogar mit der Entwicklung und der Verschlechterung der Arthrose verbunden. Damit wir verstehen, warum Kräftigung so entscheidend ist, müssen wir kurz anschauen, was im Knie bei Arthrose eigentlich passiert. Bei einer Kniearthrose ist der Gelenkknorpel verändert. Das alleine verursacht nicht immer Schmerzen. Der Schmerz entsteht meist durch Reizung im Gelenk und Entzündungen. Druckveränderung und die ständige Überlastung der Strukturen rundherum. Und genau hier kommt die Muskulatur ins Spiel. Die Muskel um dein Knie, besonders die an der vordersten Seite deiner Oberschenkel, also die Kniestrecken, den Quadrizeps, wirken wie ein Stoßdämpfer. Wenn diese Muskeln stark genug sind, fangen sie einen Teil der Belastung ab, bevor sie überhaupt ins Gelenk gelangen. Sind sie aber schwach, geht mehr Druck direkt aufs Gelenk und die Schmerzen können zunehmen. Forscher haben genau das untersucht. In mehreren Studien hat man Menschen mit Kniearthrosen trainieren lassen, über Wochen oder Monate. Ergebnisse: Je mehr sich die Kraft in der Kniestreckenmuskulatur verbessert hat, desto mehr sind die Schmerzen zurückgegangen und noch leichter fiel es den Teilnehmenden, alltäglichen Bewegungen wie Gehen, Treppensteigen oder Aufstehen zu bewältigen. Das ist wichtig, weil es zeigt, dass es nicht nur darum geht, dass Bewegung gut tut, sondern der Aufbau dieser Muskelkraft selbst wirkt wie ein Medikament. Man kann sich das so vorstellen. Wenn du dein Knie belastest, verteilt ein starker Muskel die Kräfte gleichmäßiger. Das Gelenk bekommt Hilfe und wird entlastet. Dadurch kann sie das Schmerzempfinden verringern. Interessant ist es auch, der Effekt geht in beide Richtungen. Das heißt, wenn du trainierst, wird der Muskel stärker oder die Muskel stärker und du hast weniger Schmerzen. Und wenn du weniger Schmerzen hast, kannst du wiederum besser trainieren. Und so entsteht ein positiver Kreislauf, der langfristig dafür sorgt, dass du dich wieder sicher und schmerzfrei bewegen kannst. Und deshalb schauen wir uns jetzt an, wie du deine Kniestrecke, dein Quadrizeps, effektiv trainieren kannst, auch wenn du bereits schon Schmerzen hast. Und wie das geht, zeige ich dir genau jetzt. Die Übungen, die ich dir jetzt zeige, kannst du auch gerne ohne Gewichtsmanschetten machen. Dafür solltest du dir aber die Spannungszeiten deutlich erhöhen. Oder du nutzt Gewichtsmanschetten und dadurch wird dein Training noch effektiver. Wichtig ist bei Kräftigungsübungen, dass du auch eine Reizung spürst, die du zu Veränderungen bringen. Das heißt, wenn die Übungen die ganze Zeit nur zu leicht sind, wirst du auch keine Kraft aufbauen. Die Übungen müssen sich schon anstrengend anfühlen. Nicht unbedingt schmerzhaft, aber anstrengend. Die erste Übung ist ideal als Einstieg, wenn Bewegung noch Schmerzen auslöst.
Hier geht es um die Reaktivierung und die neuronale Kontrolle. Das heißt, du aktivierst deine vordere Oberschenkel, den Quadrizeps, und sorgst dafür, dass mehr Nerven, mehr Muskelfasern aktivierst. Und dadurch wird der Muskel allgemein auch stärker. Du kannst die Übung sowohl im Liegen als auch im Sitzen machen. Du solltest so eine Faszienrolle unterhalb von deiner Kniekehle platzieren und den Kontakt von der Kniekehle auf die Faszienrolle, die soll die ganze Zeit gegeben sein. Also du hebst das Bein erstmal nicht hoch. Und dann als nächstes ziehst du die Füße, die Zehe, zu dir ran. Bleib in dieser Position und hebe nun die Ferse nach oben Richtung Decke. Wichtig ist, dass du die Spannung der Muskulatur direkt an der Oberschenkel spürst. Bleib in dieser Position für 20 bis 40 Sekunden. Also Langzeit halten. Und was besonders wichtig ist bei dieser Übung, es geht um die volle Streckung des Knies. Es reicht nicht, wenn du die Ferse nur ein bisschen hochgehoben hast, sondern du musst die Knie komplett durchstrecken, die Ferse so weit wie möglich nach oben zu bringen. Bei manchen Patienten kommt es dann zu so einem unangenehmen Einklemmgefühl in der Hüfte. Das kommt davon, dass die Ansatz von der Oberschenkelmuskulatur auch an dem Becken liegt. Wenn es der Fall ist, dann gerne einfach hinlegen und genau die gleiche Übung im Liegen ausführen. Also Faszienrolle an der Kniekehle, zuerst die Zehe zu dir heranziehen und dann Ferse vom Boden heben, sodass du die maximale Streckung vom Kniegelenk hast. Das Ziel wäre, in dieser Position zu bleiben für mindestens 20 bis 30, 40 Sekunden. Wenn du nur 10 schaffst, denn Sinn ist 10, aber 10 in voller Streckung. Bleib in der Position, dann lass die Spannung wieder locker, damit die Ferse wieder den Boden berührt und dann einfach wieder in die nächste Spannung reingehen. Zehe zu dir heranziehen, Knie in voller Streckung üben, das ist besonders wichtig für deine Kniearthrose. Oben halten, mindestens 20 Sekunden. Und diese Übung solltest du dann für 10 Wiederholungen durchführen. Jede Einzelwiederholung für 20 Sekunden halten oder so lange, falls du es nicht schaffst, bis du es halten kannst in voller Streckung. 10 Wiederholungen von 20 Sekunden lang. Dann gönnst du dir eine längere Pause von einer vollen Minute und wiederholst das Ganze noch einmal. Wichtig ist, dass du auch spürst, dass deine Oberschenkelmuskeln gut arbeiten. Und wenn du sowieso schon auf dem Boden bist, dann geht es gleich weiter mit der nächsten Übung. Dann beginnst du mit einem Bein aufgestellt und hier sollst du auch nicht das Bein einfach da locker lassen, sondern es soll dein sicherer Stand sein. Das heißt, das Bein bleibt gerade, deine Fußsohle ist schön auf dem Boden und die Ferse ist auch mit Ferse und Zehe zu dem vollen Kontakt auf dem Boden. Das andere Bein streckst du nun, ziehst als erstes wieder der Fuß zu dir ran. Du wirst spüren, in dem Moment, wo du die Zehe wirklich stark zu dir ranziehst, dass du automatisch schon eine Vorspannung von den Oberschenkelmuskeln aufbaust. Und aus dieser Position versuchst du dann, das Bein vor ungefähr 20 bis 30 cm von dem Boden heben und dann wirklich kontrolliert das Bein langsam wieder absenken. Kurz nur den Boden berühren und dann wieder heben. Ich habe jetzt in dem Beispiel 2 Kilo. Du kannst es auch ohne Gewicht machen oder mit weniger Gewicht. Wichtig ist, dass du so viele Wiederholungen durchführst, bis es sich auch anstrengend anfühlt. Es soll nicht unbedingt schmerzhaft sein, aber du musst auch spüren, dass deine Oberschenkelmuskeln aktiviert werden. Führe die Übung langsam, aber auch sauber durch. Achte darauf, dass du in der vollen Streckung gehst vom Knie. 10 bis 15 Wiederholungen und 2 bis 3 Serien. Wichtig ist, dass es sich auch anstrengend anfühlt. Die nächste Übung ist sitzende Kniestrecken mit Widerstand. Diese Übung hat in Studien den größten direkten Einfluss auf Kraftzuwachs im Quadrizeps. Also dein Haupttool zur Progression. Du beginnst die Übung sitzend auf dem Stuhl, sorg dafür, dass die komplette Oberschenkel auf die Sitzfläche ist
Und jetzt geht es darum, dass du das Knie komplett streckst. Und jetzt kann es sein, dass die Kniestreckung nicht so gut passiert, weil dir Kraft fehlt. Wenn es so ist, dann einfach Gewicht wegnehmen oder ein Gummiband nehmen, irgendwas, was es leichter macht. Viele Patienten kriegen aber aus dieser Position die Bewegung nicht hin, weil der hinteren Oberschenkelmuskel zu verkürzt ist. Es zieht viel mehr an der Kniekehle, als es Kraft oder Mangel an Kraft an den vorderen Oberschenkel ist. Wenn es so ist, dann lehn dein Oberkörper etwas nach hinten und versuche aus der Position dein Knie komplett zu strecken. Und bei dieser Übung ist es wichtig, das Tempo. Du streckst das Knie 1, 2, 3. Bei 3 behältst du die Spannung in voller Streckung für 3 Sekunden. Und jetzt lässt du das Bein ganz langsam senken. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 3. Oben halten. 1, 2, 3. Und jetzt ganz langsam wieder senken. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das Senken soll mindestens doppelt so lang sein wie das Heben. Führe die Bewegung langsam und kontrolliert durch, aber achte darauf, dass dein Knie komplett gestreckt ist. Wenn du die volle Streckung erreicht hast, behältst du die Spannung noch kurz und lässt es dann 1, 2, 3, 4, 5 wieder runter. Gerne, auch wenn du an der anderen Seite keine Beschwerden hast, beidseitig durchführen. Langsam heben. 1, 2, 3. Zehe zu dir heranziehen. Halten kurz in der Position. Und dann doppelt so lang langsam runtergehen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 10 bis 12 Wiederholungen und davon 2 bis 3 Serien. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter lernen möchtest, wie du von zu Hause aus einfach Übungen machen kannst, um deine Beschwerden zu lindern, um schmerzfreier zu leben, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Man wird nur besser in dem, was man regelmäßig trainiert. Menschen mit Kniebeschwerden haben häufige Schmerzen, Treppen zu steigen. Und dann vermeiden sie jede Treppe. Und das sorgt dafür, dass du immer noch weniger Treppen steigen kannst. Also, wenn du dabei Beschwerden hast, solltest du auch genau das trainieren. Und diese Übung ist genau dafür. Beginne, indem du das Knie oder den Fuß auf die Erhöhung drauf platzierst. Und wenn du Beschwerden hast, kannst du auch versuchen, zu Beginn die Höhe zu reduzieren. Je weniger hoch die Stufe ist, desto leichter ist die Übung. Also beginne in der Position mit dem Fuß auf die Stufe drauf. Dein Knie, wenn du von oben nach unten schaust, soll direkt über dein Fuß sein. Weder nach innen abweichen noch nach außen. Dann lehnst du deinen Oberkörper etwas nach vorne, dass du in eine gerade Linie bist über dein Knie und von dieser Position Ferse stark gegen den Boden drücken und dann aufsteigen hoch. Achte darauf wieder, dass dein Knie weder nach innen noch nach außen geht und dann gehst du mit dem gleichen Bein wieder nach hinten. Dein Oberkörper bleibt nach vorne gebeugt. Aufsteigen auf die Stufe drauf, Hüfte durchstrecken, Knie komplett in die Streckung rein und dann mit dem Bein wieder nach unten. Vor allem das Absteigen solltest du auch bewusst durchführen, ohne dass du runterfällst. Bremst die Bewegung mit deiner Oberschenkelmuskel, statt sich einfach auf dem Boden plumpsen zu lassen. Langsam und kontrolliert durchführen. 10 bis 15 Wiederholungen. Von der Seite aus sieht das Ganze so aus. Fuß schön auf die Stufe platziert. Dein Knie ist in eine gerade Linie über den Fuß. Den Oberkörper beugst du etwas nach vorne. Von dieser Position
auf der Stufe draufsteigen, Knie komplett durchstrecken, Hüfte komplett durchstrecken, oben kurz bleiben und dann bewusst wieder in die Beugung rein und absteigen. Ferse nach unten drücken, gegen die Stufe, kontrolliert und bewusst in voller Streckung rein, Knie komplett durchstrecken, Hüfte durchgestreckt und dann wieder mit den anderen Beinen langsam absenken, kontrolliert, nicht runterfallen lassen. Achte vor allem auch in der vollen Streckung und in das langsame Absetzen oder wieder Rückkommen von der Stufe. 10 bis 15 Wiederholungen, 2 bis 3 Serien lang. Qualität kommt immer vor Quantität. Lieber weniger Wiederholungen durchführen, aber dafür sauber durchgeführt. Und unsere letzte Übung ist eine Kniebeuge an der Wand. Stell dich ungefähr 30 cm von einer Wand entfernt und aus dieser Position lässt du dich nach hinten fallen, sodass dein Gesäß an der Wand dran bleibt. Gesäß oder Lende, Gesäß und Schulterbereich bleiben an der Wand. Deine Füße sind hüftbreit auseinander, 30 cm von der Wand entfernt. Und aus dieser Position rutschst du langsam die Wand entlang, bis deine Knie ungefähr 45 Grad gebeugt sind. Bis 60 Grad soll die Bewegung nicht schmerzhaft sein. Bleib in der Position für ein paar Sekunden und drück dich dann wieder nach oben, bis die Knie wieder gestreckt sind. Achte darauf bei dieser Übung, dass du das Gewicht, dein Körpergewicht, auf beide Beine gleichmäßig verteilst. Vor allem, wenn man Schmerzen hat, tendiert man da, weniger Druck drauf zu machen. Dann verlierst du auch an Effektivität von der Übung. Deine Beine sind gleichmäßig belastet, du bleibst kurz in der Position und rückst dich dann wieder nach oben. Langsam nach unten rutschen. Deine Knie sollen weder nach innen fallen, noch nach außen fallen. Füße sind hüftbreit auseinander, ungefähr 45 Grad. Bleib kurz in der Position und dann drück dich über die Ferse weiter nach oben, bis die Knie gestreckt sind. Und ebenfalls hier 10 bis 12 Wiederholungen, 2 bis 3 Serien. Du kannst die Übung stärker machen, indem du die Haltungszeit verlängerst, also ein paar Sekunden länger in der Position bleiben oder einfach viel mehr Wiederholungen durchführen. Achte auch, die Knie voll zu strecken. Beugen bis 45 Sekunden, kurz halten, dein Gesäß bleibt an der Wand und dann drück dich über die Ferse weiter nach oben. Kurz bleiben, Ferse nach unten drücken, Knie durchstrecken, bis du wieder in der Aufrechte bist. Diese 5 Übungen helfen dir dabei, deine Oberschenkelmuskel zu stärken. Je kräftiger die sind, desto weniger Beschwerden tendiert man zu haben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!